Hi, grüßt euch, herzlich willkommen zurück zur siebten Staffel hier auf meinem YouTube-Kanal Transportfieber 2. Ja, die Regionalbahn fährt hier gerade hinaus mit der 111er vorne dran und den Doppelstockwagen. Bahnland Bayern, Steuerwagen hinten dran, sehr, sehr nice. Haben wir alles im Stream auf die Schiene gebracht. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt weitermachen und wir schauen mal, was wir alles im Stream so gebastelt haben. Für alle, die nicht dabei sein konnten am 10.10. abends, gab es ja einen kleinen Stream. Da habe ich zum einen hier meinen kleinen Schönbauausflug gezeigt. Hier mit der Stützwand hatte ich ja gesagt, dass wir hier die hinbauen. Hier so ein bisschen altes Stellwerk, alter Schuppen. Alles ein bisschen begrünt, Signalbrücken rein. Die zwei 218er stehen hier. Quasi, falls mal ein Zug abgeschleppt werden muss, habe ich mich an Frankfurt am Main orientiert. Da stehen die ja auch. Und ja, mit der Wand hier oben finde ich es ziemlich cool geworden. Auch hier mit der eine Brüstung oben. Vom Commander, die Frau meinte, was das für Bäume sind, die aus dem Beton wachsen. Ja, da hat sie recht. Lassen wir einfach mal so stehen. Ist natürlich richtig, aber es gab auch mal so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist so ein Schutz quasi für den Baumstamm, dass hier quasi in einer Kreisform quasi Erde ist und da ist wie so ein Gullideckel drauf. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Gab es mal, habe ich leider nicht gefunden. Aber diese Stützwand hier vom Peugeot Racer, finde ich, passt hier sehr, sehr gut hin. Und dann haben wir hier vorne am Bahnhofsvorplatz ja auch noch so ein bisschen gebastelt. Imbissbude. Und hier noch ein Fahrradständer rein. Und alles ein bisschen verschönert. Und die Stützwand geht hier auch noch weiter. Überall Kollisionsplatten drin. Die Gebäude hier oben, die haben auch Kapazitäten. Seht ihr ja auch die Fußgänger. Und die laufen hier auch durch die Gegend. Das finde ich, ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Was haben wir noch gemacht? Wir haben zum einen die Linie hier in Betrieb genommen. Na, die geht ja einmal von hier, Main-Stockheim, über Kammeltal, Woltersdorf und Behrensdorf bis nach Berneck. Und dann haben wir den Streckenstrang hier schon mal gebaut, der auch über Lörzweiler habe ich jetzt noch unterschlagen. Lörzweiler, Behrensdorf, Teilenhofen. Und hier teilt sich dann die Strecke in Teilenhofen. Ein Strang geht dann hier Lüdinghausen, geht dann hier mit über die Brücke und wird dann hier hinten Gießeritz, Sano, Aub und dann hier mit rein Richtung Main-Stockheim und der andere Teil, der geht dann hier unter der Brücke durch, Nassebühler, Seligweiler und ich denke mal dann hier auch Kammeltal rein oder hier auf die Brücke, habe ich ja schon gebaut, könnte man auch schön machen und hier dieses Gebiet, das soll ein großes Schönbauprojekt werden, das soll ein großes Sumpfgebiet hier geben. Mal gucken, wie ich das umsetze, habe ich aber auf jeden Fall richtig Lust drauf. Was fährt auf der neuen Strecke? Wir haben hier einmal die Baureihe 114 mit den Doppelstockwagen. Dann haben wir ja eben schon gesehen die 111er mit den Dostos und noch eine Garnitur, Doppelgarnitur der 1440 der S-Bahn Nürnberg. Ja, und hier das Gleisvorfeld haben wir natürlich auch ein bisschen noch gebastelt. Ja, das haben wir im Stream gemacht. Knapp 2 Stunden hat es gedauert. Ich finde, wir waren eigentlich diesmal sehr produktiv. Danke nochmal für jeden, der im Stream dabei war, geliked hat, kommentiert hat, mir Tipps gegeben hat. Allen vorweg die liebe Easy Transport. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wirklich, wirklich tolles Know-how hat die Dame und immer wieder coole Tipps am Start. Macht auch selber sehr, sehr schönen Schönbau. Und natürlich auch jeder, der wieder den Kanal unterstützt hat, sei es mit verschenkten Mitgliedschaften, mit abgeschlossenen Mitgliedschaften, mit Donations, mit Likes, mit allem drum und dran. Ihr seid einfach nur wahnsinnig. Ja, dann wollen wir mal heute gucken, dass wir hier weiterbauen. Was ich noch, oder wir könnten, da ihr ja so auf Streckenbau steht, könnten wir uns das auch für den Stream aufheben. Und hier den ÖPNV einrichten, ne? Dass wir hier natürlich dann auch in den Zügen ein paar mehr, soll ich schon fast sagen, Zuschauer haben. Nein, ein paar mehr Mitfahrer. Was wir auch noch gemacht haben, ist hier diesen Haltepunkt, das ist ganz spontan entstanden. Finde, der ist eigentlich richtig nett geworden. Na, wir haben hier noch einen Zaun drumherum gemacht, alles schön begrünt. Finde ich, ist
für so einen simplen Haltepunkt sehr, sehr schick geworden. Ne? Gut, dann würde ich schon sagen, wir machen jetzt ein bisschen ÖPNV hier, weil auch wenn das Ganze jetzt nicht so hardcore wirtschaftlich sein soll, wir brauchen natürlich schon so ein bisschen Passagiere, damit sich das Ganze natürlich auch lohnt. Ich würde hier tatsächlich eine Brücke drüber bauen, dass wir hier eine Brücke haben, weil hier glaube ich nicht, dass sich ein Bahnübergang hier lohnt. Ich würde hier eher eine Brücke nehmen. Ist das auch gerade? Ne, ist nicht gerade, ne? Schief, krumm und schief. Wie wir das kennen von mir. Ja, ich will jetzt auch versuchen, mehr zu streamen von der Karte. Zum einen, weil es mir einfach unfassbar Spaß macht, mit euch selber, oder besser gesagt, mit euch zusammenzubauen. Einfach immer nur schön, macht Spaß. Und man ist nicht so gezwungen, dass man so, ja, so eine Folge voll kriegt. Weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ich fühle mich eigentlich nie gezwungen. Ihr kennt mich, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich würde jetzt nie hier Folgen aufnehmen, weil ich es muss, sondern weil ich es kann. L, wir brauchen M, ne? M, genau. M, vielleicht so ein bisschen tiefer setzen. So, dann M. Dann nehmen wir die hier mit der Leitplanke. Und dann fahren wir hier einmal runter. Oh, das ist wieder Brückenbau. Das haben sie nicht hinbekommen mit dem Update, ne? Dass der Brückenbau irgendwie mal besser vonstatten geht. Leider nicht. Ist leider nichts geworden. Das ziehen wir so ein kleines Stück. Ne, das hätten wir hier ein kleines Stück länger ziehen müssen. Ist immer noch, was die Performance angeht, der Brückenbau echt ein Graus. Leider. Gut, da möchte ich keine Brücke mehr bauen hier. Der Sack. Das werde ich nie verstehen bei Transportfieber. Das habe ich noch nie verstanden. Das werde ich nie verstehen. Das ist dieselbe Höhe. Aber er möchte hier einfach keine Brücke mehr. Gut, dann halt nicht. Dann ziehen wir das hier runter. Schließen das hier hinten an. Zack. Einmal hier dran. Ich denke, dass wir auch hier noch eine Straße durchkriegen. Ja, das funktioniert. Das ist kein Problem. So. Ziehen das hier hin. Würde ich sogar so. Einmal hier lang. Und hier einen Kreisel hin. Wo die Brücke runterkommt. Bauen wir einen Kreisel. Ich denke, das ist ganz gut hier. Zwei Fahrbahnen. Einmal hier hin. Die geht hier rein, die geht hier rein und dann haben wir hier einen schönen Kreisel. Und dann zack, zack, zack und zack. Gut. Das hier einmal glätten. Ja, das funktioniert wieder super. Manchmal funktioniert es da, wo Vegetation ist, echt gut. Und dann gibt es wieder so Momente, wo ich mir denke, jo. Das funktioniert leider überhaupt gar nicht. Gut. Wir würden hier hinten dann wieder reinfahren. Ziehen wir hier rum und fahren dann hier wieder rein. Das können wir hier auch verbinden. Auch kein Problem. Aber hier machen wir mal einfach hier so eine Bus-Tram-Station hier rein. Dass wir die so bauen. Hier, warte mal, komplett anders. Dass wir die hier reinbauen. Länge. Na, doch schon ein bisschen länger. Hm.
so bauen. Das ist keine Verbindung, ne? Könnten die so hier hinsetzen. Ist aber irgendwie auch nicht so toll. Ich setze die mal so hin. Dann konfigurieren wir das. Ein bisschen länger. Und machen hier auch einen Zugang. Und hauen dann hier. Okay. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, wird das breiter, okay. So. So. Das funktioniert nicht. Zack. Zack. Lassen wir das erstmal weg. Ziehen das hier ran. Das ziehen wir hier ran. Und dann machen wir wie so eine Umgehung. Einmal hier vorbei für die Autos. Blöd, ne? Wegen der Kreuzung. Ist schon okay. Ja, doch. Lass auch mal Dinge machen, die so ein bisschen anders sind als sonst. Immer so dieselben Bahnhofsoptiken. Ist auch irgendwie öde, ne? Kann man hier noch eine Hecke oder so reinmachen? Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist... Boah, das sieht irgendwie doof aus. Irgendwie sieht es doof aus. Dann doch lieber so eine kleine Straße, die hier vorbeiführt. Aber direkt hier vorbei. Genau. Und dann hier vorne gleich wieder rein. Wenn wir das so machen, ist das besser. So. Ich mach's mir wieder viel zu kompliziert. Ich dödel. Wir können natürlich das Ganze so machen, dass die Straße hier vorbeiführt und die Straße ist quasi unsere Hauptachse, führt dann hier rum, genauso wie hier. Bus biegt dann ab und nicht umgekehrt. Schon besser so, wie ich finde. Gut. Und dann fahren wir hier einmal durchs Karree durch. Hauen uns hier noch ein paar Haltestellen rein. Der Commander hat auch gesagt, mal so ein paar unterschiedliche. Jep, da gebe ich ihm recht. Nicht immer so nur dieselben und die gleichen. Und auch mal so ein bisschen unterschiedliche. Glaube ich, ist nicht schlecht. Dann würde ich aber hier nochmal rausnehmen. Dann halten wir nämlich hier an. Und halten hier nochmal an. Dann passt das besser. Richtung. Das ist dann Bus Lörzweiler Linie 1. Einmal kopieren und einmal in die Endkarte.
entgegengesetzte Richtung. Busler-Zweiler Linie Nummer 2. Dreht er irgendwo blöd? Nö, das sieht eigentlich alles relativ okay aus. Schön. Das müssen wir noch anschließen hier. Das Stückchen. Zack, sehr schön. Ein Depot. Straßenfahrzeugdepot. Jetzt wollen wir uns hier hin. Bus. Nehmen wir doch hier den Iris-Bus. Was haben wir denn schönes? Spee. Rewe Pippi Fein. Das P. Das N. Und das M. Sehr schön. Ich glaube vom guten SM1 in die Busse. Auch sehr toll, ne? Richtig, richtig schön. Gut. Hätten wir das angeschlossen. Hier brauchen wir auch noch ein Bahnhofsgebäude. Hier aber mit schönem Bahnhofsvorplatz dann. Das einmal weg. Was nehmen wir hier Schönes? Bahnhof Burghausen, Naunhof, bisschen klein, Rochica auch ein bisschen klein. Wir haben die hier noch gar nicht verbaut auf der Map. Nehmen wir die doch mal. Nehme ich auch immer ganz gerne. Und dann nebendran. Die österreichischen hier. Passt das? Oh, sieht gar nicht schlecht aus, ne? Ja, das ist okay. Ja, also ob die schön sind, das ist natürlich ja, Ansichtssache, das ist einmal dahingestellt. Aber ich finde, das passt eigentlich immer sehr, sehr gut. 41, 38 und insgesamt, ja, machen die natürlich noch ziemlich miese. Hier baut sich die Stadt auch gleich wieder aus. Und hier machen wir meinen Lieblingshaltepunkt rein. Für den Busbahnhof Riesa oder das Genesis Terminal ist es einfach ein bisschen zu klein. Dann nehmen wir hier einfach meinen Lieblingshaltepunkt. Aber wir nehmen mal Glas und machen das Ganze hier ohne Wendeschleife. Nehmen eine mittlere asphaltierte Straße. Und machen zwei Haltebuchten rein. Ne? Das sollte hier eigentlich ausreichen. Erstmal kann man hier auch richtig schön nah ranbauen am Bahnhöfchen. Na, die können dann hier durch die Unterführung Richtung Bahnhof laufen. Sehr schön. Das ziehen wir hier lang. Das ziehen wir hier hoch. Raus. Und dann fahren wir einmal hier lang. Den können wir mit hier runterziehen. Und hier hinein. Und den ziehen wir hier am Feld rum. Jetzt keinen Bock, wieder ein Feld zu zerstören. Haben wir schon eh oft genug gemacht. Und dann können wir hier doch das nächste schon einrichten. Hier haben wir die Haltestellen. Hier ist es ja recht simpel, ne? Da reicht auch eine Linie, glaube ich. Da brauchen wir keine zwei. Einmal die. Einmal die. Und dann halten wir noch mal. Nehmen wir hier mal so ein ländliches Ding. Warte mal. Das ist schon gut abgedeckt. Dann halten wir hier nochmal an und fahren dann wieder zurück.
ich nicht. Gut, dann stellen wir hier noch eine hin. Aber so ein Ding hier. So eine Bude. Ist auch süß, ne? Ist das eigentlich Holz oder ist das Mauerwerk? Könnte beides sein, ne? Und nach der Brunnenstraße fahren wir nochmal hier hin. Und das ist dann Bus Behrensdorf. Behrensdorf. Und da können wir... Hier fehlt auch noch eine... Oh, hier fehlt sogar noch eine Brücke, ne? Eine Autobrücke. Stimmt, es gibt... Hier gibt es eine. Würde ich aber hier noch eine hinsetzen. So auf dieselbe Höhe. Na, das sieht ja toll aus. Hui, jetzt dachte ich ganz kurz, das Spiel wäre abgestürzt. Zack, das wieder weg. Jetzt habe ich echt ganz kurz einen Herzinfarkt bekommen. Ihr kennt das Gefühl, wenn ihr selber spielt. So, hier dran. Dann kollidiert das. So. Und dann nehmen wir natürlich eine andere Brücke. Das passt ja gar nicht. Auch nicht schlecht. Ne, da kann ich jetzt gar keine andere nehmen. Das ist ja auch blöd. Dass wir hier so einen Ansatzpunkt haben. Und dann müsste das eigentlich auf einer Höhe hier mit der Eisenbahnbrücke passen, ne? Sollte eine Höhe sein. Gut. Ja. Wieder die Qual der Wahl, wie so oft. Entscheidung schwer gemacht. Was ist denn die stinknormale Autobrücke? Bin ich jetzt blind? Hier, ne? Der ist auch Italien. Hier, die meine ich. Optik. Die Kraniche. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich, ne? Kommen wir hier rüber? Tatsächlich, wir kommen hier rüber. Na, dann machen wir das doch. Dann fahren wir nämlich hier hinten rein. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Glätten das Ganze. Wisst ihr, ich habe ja zwei Theorien zu diesen Kranichen und ihrem Gegacker. Entweder es war immer ein Bug, dass die keinen Ton von sich gegeben haben, oder die Entwickler wollen uns ärgern. Die zwei Optionen sehe ich da. Kann ja keiner gut finden, dieses Gegacker. Ich habe auch leider keine Option gefunden, das abzustellen. Vielleicht, wenn das irgendein Modder sieht, erbarmt sich ja mal jemand. Genau, und dann können wir nämlich von hier unsere Busse losschicken. Hier nehmen wir mal die Hessbusse. 1, 2 und noch ein Gelenkbus. 3. Bus Behrensdorf. Sehr schön. Gut. Dann hätten wir Behrensdorf auch. Und dann fehlt noch Woltersdorf und Kammeltal. Die beiden fehlen dann noch. Machen wir Woltersdorf noch fix, obwohl das ist eigentlich schon so ein bisschen angeschlossen. Das ziehen wir einmal hier hoch.
Tabletten. Alles noch so ein bisschen unschön aus. Genauso wie hier. Hier dann auch eine Leitplanke rein. Allein sowas ist immer so zeitintensiv. Keine Beschwerde, einfach nur eine Feststellung. Es ist halt oft so, ne, gerade jetzt im Moment, wo ich doch sehr eingebunden bin, privat und an der Arbeit, sind so Arbeiten dann halt schon eine halbe Strecke, die man hätte bauen können, aber es gehört halt einfach dazu. Das ist einfach so. Die Bahnhöfe haben wir auch alle noch nicht gebastelt, fertig. Aber hier passt das gut hin. Das. Und daneben. Passt auch nicht so ganz. Das hier. Auch nicht. Und die hier. So eingerahmt davon. Nee. Da habe ich aber komische Ideen. Wir können aber, das war ja jetzt Burghausen. Wir haben ja noch Naunhof. Gut, wir lassen das erstmal so. Wir wollen ja jetzt nur schnell hier den ÖPNV an den Start kriegen. Ne? Hier lassen wir mal. Soll ich hier eine Tram fahren? Ja, ich würde schon sagen, ne? Bus, nee, Busspur nicht, aber Tram. Immer nur Bus, ist ja langweilig. Und dann fährt hier nämlich die Tram einmal im Kreis. So. Auch hier ein paar Haltestellen. Einmal hier. Einmal hier unten. Dass das genügt. Hier noch eine kleine Querstraße durchziehen. Oh, 59. 1 Million knapp runtergegangen, der Verlust. Aber das wird. Ja, vielleicht soll ich auch noch eine Haltestelle an den Bahnhof setzen. Das wäre vielleicht eine ganz famose Idee, wenn ich das machen würde. Jetzt nicht so verkehrt. Das ist dann Tram. Woltersdorf, Linie 1. Gegenrichtung. Auch nochmal. Und Linie Nummer 2. Schön. Zack. Und da ihr die in der Vergangenheit immer so toll fandet, die Tatras, lassen wir die doch mal hier fahren. Und nehmen wir eine aus Leipzig, eine aus Magdeburg, eine aus Rostock, eine aus Sofia, eine normale und noch eine aus Leipzig. Denn die Tatras erfreuen sich bei euch sehr hoher Beliebtheit, wie ich festgestellt habe. Ja, schön. Ich versuche bis zum Stream, ich denke mal am Samstagabend, die Bahnhöfe noch irgendwie hübsch zu kriegen, eventuell noch Kammeltal hier mit ÖPNV zu versorgen. Ich kann euch aber nichts versprechen, ob ich das Freitag noch schaffe. Ansonsten ist der Plan dann, das noch zu machen, falls ich es nicht geschafft habe, und hier hinten dann unsere Strecken weiterzubauen. Ja, da habe ich schon sehr Lust drauf. Nochmal hier reingeschaut in den Zug.
28. Ja, pendelt sich hoffentlich noch ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum Stream, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.